Ja, moin, liebe Brussen, super, dass ihr auf dem Donnerstag wieder dabei seid. Wir haben die 8000 Abonnenten geknackt, das ist einfach der Wahnsinn. Dafür möchte ich mich einfach nochmal bei euch bedanken. Ohne euch wäre das nicht möglich, muss ich ehrlicherweise sagen. Und es ist kurz vor Ostern. Das Derby liegt noch schwer, aber wir müssen jetzt nach vorne gucken, volle Kraft nach voraus, wie es bei uns bei der Borussia einfach so ist. Und dafür bin ich auch verantwortlich für die gute Laune. Und deswegen werden wir heute nicht zu kritisch sein, auch wenn alles schwer ist und sich wahrscheinlich einiges ändern wird. Werden wir jetzt positiv nach vorne gucken. Der 27. Spieltag steht an gegen den VfL Wolfsburg. Heute gibt es nochmal aktuelle Fohlen-News, meine Meinung zum Krach zwischen Omlin und Thuram. Und wir starten rein. Und 50% der Zuschauer haben mich noch nicht abonniert. Wenn ihr mir ein Ostergeschenk machen wollt, macht den Daumen nach oben und lasst ein kostenloses Abo da. Und jetzt starten wir rein. Und die Legende hat verlängert. Toni Janschke, Fußballgott, bleibt unser Borussia bis zu 24 erhalten. Damit läuft sein Vertrag genauso lang wie der von Patrick Herrmann. Und ich glaube, dass beide dann 2024 ihre Karriere beenden werden, beziehungsweise ihre fußballerische Karriere. Und bei Toni Janschke ist es schon offiziell, dass er dem Verein erhalten bleibt. In welcher Position, sei mal dahingestellt. Ich hoffe, man gibt ihm Kompetenzen. Ich glaube, er steht für gewisse Werte. Er kann Borussia super verkörpern. Und ich bin froh, dass Toni Janschke dem Verein erhalten bleibt. Und ich bin auch froh, dass Toni Janschke noch ein Jahr verlängert hat. Ich glaube, auch wenn Lars Stindl geht, brauchst du so einen Typen wie Toni Janschke. Ich glaube, es ist auch sehr, sehr schade, dass er jetzt so lange ausgefallen ist, weil er doch wichtig fürs Team ist, definitiv. Und er kann den Umbruch moderieren und du brauchst einen, der für Borussia steht. Und ich glaube auch, dass er noch sportlich einiges drauf hat. Immer wenn er gespielt hat, hat er seinen Stiefel sehr, sehr solide gespielt. Und ich würde mir auch wünschen, dass Toni Janschke noch in dieser Saison einige Male zum Zuge kommt. Ich traue dem noch einiges zu und bin wirklich froh, dass er verlängert hat. Toni Janschke ist ein Typ, der steht für gewisse Werte. Der ist kein Poser, kein Instagrammer, kein Influencer. Der konzentriert sich auf den Fußball und so Typen fehlen einfach. Davon haben wir leider zu wenig in der Mannschaft. Ich hoffe, nächstes Jahr haben wir davon wieder ein bisschen mehr in der Mannschaft. Und an der Stelle bin ich sehr, sehr froh, dass Toni Janschke verlängert hat. Das ist meine Meinung dazu. Ist seit 2006 im Verein eine absolute Legende, eine absolute Identifikationsfigur. Und ich kann nur Toni Janschke und auch Roland Wirkus dazu gratulieren. Super Sache, definitiv. Dass Toni Janschke uns erhalten bleibt. Und gestern hat es geknallt, endlich mal. Endlich mal hat es geknallt. Jonas Omlin hatte die Faxen dicke und hat sich mit Thuram angelegt, hat gesagt, everybody stop playing like shit, auf Deutsch. Jeder soll aufhören, so eine Scheiße zu spielen. Und hat es ein bisschen Gerangel mit Thuram gegeben. Ich finde es leider bezeichnend, dass Omlin das ist. Das musst du dir mal vorstellen. Omlin ist seit 2 Monaten gefühlt im Verein, 2, 3 Monaten. Also in der Winterpause ist er gekommen. Und er hat die Faxen dicke. Ich kann es nicht verstehen, dass es Omlin ist. Ich finde es super. Ich finde es super, dass mal einer Thuram in die Schranken weist, dass Fußball halt kein Fußball nicht auf Instagram stattfindet, sondern auf dem Fußballplatz. Finde ich super vom Omlin. Aber ich hätte mir sowas schon viel früher gewünscht. Von Kramer, Stindl, Hofmann, RW, die sind ja alle da. Mal so ein Zeichen zu setzen. Und ich hoffe, dass die Aktion auch ein Zeichen fürs Wochenende ist, dass wir mal wieder eine Borussia erleben, die Leidenschaft auf den Platz bringt, die Kampf auf den Platz bringt. Und ich finde es gut von Omlin, aber ich finde es traurig, dass es eigentlich Omlin ist, dass Omlin das machen muss. Und ich glaube, Omlin hat sich das auch anders bei Borussia vorgestellt. Und ich weiß noch, wie er nach dem zweiten Spiel, glaube ich, gesagt hat, hier stimmt was mit der Mentalität nicht. Und wenn ein Spieler nach 2 Spieltagen schon das sagt, dann weiß es schon, dass die Glocke geschlagen hat oder irgendwas geschlagen hat. Keine Ahnung, wie das Sprichwort ist. Aber ich finde es super von Omlin, aber eigentlich traurig, dass es Omlin ist. Und mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich hoffe, die Leute werden langsam mal wach. Farke findet es gut, solange es nicht übertrieben ist. Aber ich finde, Feuer gehört in jedem Training dazu. Das kann nicht einmal sein. Das muss jedes Training knallen. Natürlich soll man sich nicht jedes Training rumschubsen. Aber es ist doch bezeichnend. Ich finde es einfach nur bezeichnend, dass es so gelaufen ist, wie es jetzt gelaufen ist. Eine kleine Schubserei, alles schön und gut. Aber das muss jedes Training brennen. Es muss in jedem Training knallen. Ist einfach so. Und ich finde es einfach schade. Aber ich hoffe, dass es ein Zeichen ist fürs Wochenende, dass wir gegen Wolfsburg und eine andere Borussia erleben. Auch eine andere Art vom Fußballspielen. Dieses Ball hin und her geschiebe in der eigenen Hälfte. Ballbesitz Fußball kannst du spielen, aber wir haben ja nur Ballbesitz in der eigenen Hälfte. Und das ist so
unansehnlich und macht überhaupt keinen Spaß und hat mit diesem Fohlengedanken, diesem Fohlenfußball schnell nach vorne mit jungen Spielern nichts zu tun und wir haben halt auch gar keine Flügelspieler und es ist einfach so frustrierend, unsere Spielweise. Und ich hoffe, dass sich da irgendwas am Wochenende ändert und dass vielleicht mal einen Gumu spielt, einen Luka Netz spielt, vorne drin vielleicht mal ein Tilalovic, ein Sanchez fällt ja aus, leider, mit einer Verletzung. Dazu kommen wir jetzt gleich noch. Aber dass irgendwie mal ein paar neue Leute reinkommen. Irgendwie ein Hannes Wolf wegen mir, ein Patrick Herrmann. Aber ich kann die gleichen Gesichter nicht mehr sehen, die im Derby da gespielt haben. Ich hoffe auf eine andere Startelf und ich hoffe, Farke wird das umsetzen. Wir werden morgen in der Pressekonferenz mehr erfahren. Was gut ist, Julian Weigel steht vor einem Comeback. Das wird jetzt noch nichts werden für dieses Spiel, aber hoffentlich gegen Frankfurt dann. Ähnlich sieht es bei Toni Janschke aus. Nicht nur verlängert, sondern auch kurz vor der Rückkehr. Ich glaube, Toni Janschke ist auch ganz, ganz wichtig für den Kader. Dabei bleibe ich. Und Borges Sanchez hat sich leider verletzt, Sprunggelenksverletzung, ist in 3 Wochen wieder zurück, aber ich glaube, Borges Sanchez wird in dieser Saison nicht mehr den Durchbruch bei unserer Borussia schaffen. Hoffentlich dann nächste Saison, dass der Junge eine Chance bekommt. Ich glaube, als Außenstürmer ist das einer, dem die Zukunft gehören muss bei Borussia. Ich hoffe, Farke weiß das auch. Und die Anlagen bringt er mit. Er zeigt auf internationaler Bühne in Luxemburg immer mal wieder. Und ich fand auch, dass er im Derby, wo er eingewechselt wurde, in der Hinrunde die Klasse gezeigt hat, in Freiburg, wo er eingewechselt wurde, schon gezeigt hat, was er drauf hat, was er für Fähigkeiten hat. Und das muss einfach auf den Platz gebracht werden. Das nützt nichts. Wir sind die Fohlen, wir stehen für die Fohlen und das ist einfach so. Kurzen Blick auf den Transfermarkt. Aktuell ist es sehr ruhig, muss man sagen. Es gibt jetzt keine neuen Gerüchte. Wir haben auch alle schon diskutiert, die hier drauf sind. Wird jetzt keiner mehr heiß gehandelt. Vielleicht ist es auch mal ein gutes Zeichen, wenn gar nichts, wenn man gar nichts hört. Vielleicht kommen jetzt die nächsten paar Tage, Wochen, mal heißere Transfergerüchte, vielleicht auch eine Bestätigung. Ich höre aktuell nichts. Ja, warten wir es mal ab. Und bevor es dann morgen zur Spielanalyse kommt, wir spielen gegen unseren Tabellennachbarn VfL Wolfsburg. Ich glaube aber, dass wir mit den einstelligen Tabellenplätzen nichts mehr zu tun haben werden. Auch wenn wir das Spiel gewinnen, sind wir trotzdem noch 4 Punkte hinter Wolfsburg. Ich glaube, das wirst du nicht mehr aufholen. Ich hoffe trotzdem auf einen Sieg. Wie ich morgen tippen werde, seht ihr morgen. Entschuldigung. Und wenn ihr in dem größten Borussia-Community auf Discord, wahrscheinlich größten Borussia-Community auf Discord dabei sein wollt, Link ist unten drin, 1400 Borussen. Ihr könnt euch zu allen Themen austauschen. Transfer-News, Tickets, Borussen-News, Bilder aus dem Stadion, immer sehr, sehr geil. Auch Bilder vom Derby, einfach überragend. Finde ich sehr, sehr gut. Und Link ist unten drin, einfach draufklicken, anmelden, Teilnahmebedingungen bestätigen und dann freue ich mich, wenn wir uns morgen zur Spielvorbereitung sehen, wenn ihr noch einen geilen Hoodie braucht, um gut auszusehen fürs Wochenende, nächstes Wochenende dann, bodenschießborussia.de und ja, gönnt euch was, kostenloser Versand ab 2 Teilen 10% mit Buschi 1900 und jetzt macht's gut, wir hören uns, ciao.